You need to know that I'm a Hallo, es kommt zurück zu einer Ausgabe von Forza Horizon 4 und in dieser Folge könnte es ein bisschen sein, dass ich vielleicht hier und da ein bisschen lautstärker werde, beziehungsweise mich ein bisschen aufrege. Und zwar werden wir uns heute das zweite DLC-Auto angucken. Wir haben hier im Livestream-Video, gab es hier den ersten Martin, Vantage schon den neuen und hier haben wir das zweite DLC-Auto, den McLaren 650S Spider. Und das Auto hat so Ausmaße wie der Drift GTR oder R34 GTR bei The Crew 2. Und wer die Affäre damit bekommen hat, war so, dass sie einfach von einem Auto eine andere Version reingepackt haben, aber für Geld. Und so komme ich mir hier gerade auch vor, weil wir haben den 650S Spider reinbekommen. So, lustiger Funfact, der 650S, also das Coupé des Ganzen, gibt es schon im Spiel. Also er ist schon drin. Also dementsprechend hat man nur noch eine Cabrio-Version von dem Auto reingebracht. Ist ja nicht schlimm, haben sie von Gallardo auch gemacht, von Lambo. Der war auch schön. Und klar, man hätte sich ein paar andere McLarens wünschen können. 675 LT und Pipapo. Also es gibt einige McLarens, die ich lieber gehabt hätte als den 650S Spider. Aber jetzt kommt ein Punkt. Der Lamborghini Gallardo war offen. Und jetzt fragen sich alle, ja, es ist doch ein Spider, der wird da auch offen sein. Ja, wartet kurz. Oh, das Dach geht auf. Das ist ja der Wahnsinn. Das geht in Forza Vista? Wow, das ist ja geil, dass dieses Dach aufgeht. Also er kann auch ohne Dach dastehen, wie wir sehen. Sobald du fährst, ist das Dach drauf. Also ihr seht, er geht auf, die Animation ist da. Alles ist da. Also die ganze Möglichkeit, dieses scheiß Ding offen zu fahren, ist vorhanden. Aber sobald du das Ding fährst, kannst du das Ding nicht offen fahren. Es gibt keine Tuning-Option, das Dach unten zu lassen. Like, what the fuck? Warum hat man da nicht zum Beispiel jetzt einen Knopf drin, wo ich einfach drücken kann, hier Dach runterfahren? Wie bei Test Drive Unlimited. Weil die Animation, ihr seht ja, die Animation ist ja sogar da. Ist ja nicht so einfach kurz Schwarzbild, zack, Dach weg. Sondern, klappt schön auf, allem. Das ist eine geile Sache, die während der Fahrt noch brutaler sein würde. Nein. Wenn ihr das Ding fahrt, ist das Dach konsequent zu. Und in dem Fall ist es dann einfach nur ein... Ich kann es euch mal kurz zeigen, wie ich das Dach nochmal kurz zumache. Ein 650S mit Linien auf dem Dach, mit weniger Leistung, weil das Ding ist natürlich ein bisschen schwerer. Wegen natürlich die Verstrebung, die ein Cabrio zusätzlich braucht. Aber ja, so fahrt ihr den dann und dann sieht er aus wie der normale 650S. Klar, hier hinten die Linie ein bisschen anders auf dem Dach, weil die Dachlinie da leicht anders ist, aber an sich ist es nur ein 650S mit Linien auf dem Dach. Weil wie gesagt, ich kann jetzt mal in die Tuning-Option gehen, da werdet ihr mich sehen und ich kicke gerade schon mal Mikro, weil ich mich gerade ein bisschen angepisst fühle. Dass wir dieses verfickte Dach nicht runternehmen können, weil es gibt hier keine Option fürs Dach, nein. Aber es gibt das White Body Kit, also ihr könnt den komplett genauso breit bauen wie eben auch den normalen 650S. Das werden wir jetzt trotzdem machen, ich werde den aus Trotz jetzt einfach fahren und mich drüber aufregen, dass wir einen Spider drin haben, dessen Dach wir nicht aufmachen. Also wir können schon, aber nicht während der Fahrt. Was bringt mir das Ding in den Forza Vista Modus? Also da brauche ich ja kein... Wie gesagt, es gibt so viele andere McLarens, die wir haben hätten können. Warum den Spider, den man nicht offen fahren kann? Das ist doch Quatsch. Das ist ja wirklich Quatsch, weil beim Lamborghini kannst du das Dach nicht drauf machen, ist ja auch okay. Warum nicht hier auch so? Du kannst das Dach nicht zumachen, auch okay, kann ich mit leben. Aber warum nicht auf... Sowas, liebe Leute, bereitet mir ehrlich Kopfschmerzen. Wer sitzt denn da in der Designabteilung so? Wir brauchen noch ein neues Auto, okay? Ich hör zu. 650S, okay? Spider, ja, aber wir haben 650S ja schon drin. Ja, was ist Spider? Oh, okay. Wir können das Dach aufmachen, ah? Aber nur im Forza Vista. Das ist mein Mann. Den nehmen wir. Der kann, der wird befördert. Der kann direkt. Der leitet jetzt Playground Games. Also grundsätzlich mag ich die ganzen Designentscheidungen von Playground Games. Sie machen momentan so viel richtig. Aber dann kommt sowas. Dass man sich immer wieder selbst ins Knie schießt. Warum denn? Ach Mann, ey. Ja, kommt der große Flügel drauf. Das sieht ja gut aus. Er sieht ja gut aus. Wie gesagt, wir haben bei 650 erst drin. Ist ja nicht so, dass ich diese Fronten des ganzen Heck nicht schon kenne. Das ist ja das Problem. Ach Mann, Playground Games. Ich mag euch. Ich mag euch wirklich. Aber warum? Das ist eine Sache, wo ich mich echt schwer fühle, den nicht in den Arsch treten zu wollen. Jetzt rege ich mich sogar so schon so sehr weit auf, dass ich hier komplett am Schnupfen verrecke. So. So, jetzt suchen wir noch schöne Felgen für den raus. Es ist ja ein schönes Auto. Ich sage ja gegen die 650S beide als Fahrzeug nichts. Es ist ein gutes Auto, schönes Auto. Ich sage halt nur, als Designentscheidung von Playground Games ist das vielleicht ein bisschen misslungen. Ne? Da gibt es so bessere Wahlen, würde ich sagen. Also es gibt... Man kann klüger wählen. Ich sag das nur so, wie es ist. Ich möchte einfach nur mal darauf eingehen, dass man theoretisch als Entwicklerteam das irgendwie anders hätte machen können. Also, wie gesagt, man hätte halt
675 LT, alles reinnehmen können. Es sind ja so viele McLarens, die von der Community gewünscht werden, aber wir sie einfach nicht kriegen, weil ich weiß nicht, ob die erst nach den DLCs kommen, wo wir dann alle zahlen müssen, weil das ist meistens der Fall, damit die Entwickler mehr rausschlagen können. Verstehe ich ja hier und da auch ein bisschen. Aber, ne, er ist ja cool, er ist ja schön, er ist ja schick, er kann ja alles, er ist echt brutal, er ist ein tolles Auto. Aber wie gesagt, theoretisch kann ich mir einfach den 650S hier hinstellen und ich komme auf selbe hinaus. Das ist der Punkt. Das ist mein einziger Punkt, auf den ich jetzt gerade eingehen möchte. Dass das Auto an sich so drin ist. Nur wie gesagt, mit einem leicht anderen Hecklinie und keinen Gummidichtung auf dem Dach. Das ist das Einzige, was mich abfuckt. Und ich finde auch, denke mal, mich würde mal interessieren, was haltet ihr denn davon? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Also, sagt ihr, oh, 650er Spider, das ist das Auto, was ich mir die ganze gewünscht habe? Oder sagt ihr so, ja, an sich hätte ich den gerne genommen, aber so, sagen wir mal, als Cabrio und nicht zu, weil, ja, das ist halt witzlos, ne? Es ist halt wirklich witzlos, naja. Das Schöne ist, die 650S kommen mit einer Menge an Farben, die auch alle ziemlich geil aussehen, das muss man dem Wagen da ja lassen. Wir nehmen mal diesen schönen Metallic Rot, weil ich finde das ziemlich sexy. Ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht als Felgenhorn theoretisch sogar die Fahrzeugfarbe wählen kann. Ne, kann ich leider nicht, das ist schlecht. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich die irgendwie selber hinkriege, weil ich hätte die sehr gerne. Ja, ein bisschen zu dunkel, ein bisschen zu lila. Wir müssen es ein bisschen dunkler noch machen. Ja, so ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Das nehmen wir mal. Also, was haben wir denn noch? Farbgruppe 1 dürfte der Stern sein. Naja, das ist der Stern. Den machen wir mal in so schön grau. Und die Innenseite machen wir einfach mal schön schwarz. Wie es das gehört. Und damit haben wir alles. Ne? Okay, super. Damit haben wir die Felgen abgedeckt. Wir speichern das und fahren jetzt ein bisschen 650S Spider zu im Sommer, weil es ist ja auch Scheißwetter. Da kann man das Ding ja auch nicht auffahren. Es gibt keine Möglichkeit, nein, Cabrio offenfahren im Sommer. Davon halte ich nichts, davon halte ich maximal Abstand. Wir kommen bei den Jungs von Playground Games. Erstmal einen Schluck Kaffee drauf, sonst reg ich mich viel zu sehr auf. Erstmal Koffein, damit ich meinen Puls hochkriege. So. Wir sind den 650S hier noch nicht gefahren, also an sich ist es schön, dass ich den jetzt fahren kann, nur als anderes Auto halt. Aber, ja. Wir machen mal Pulsmusik an, das ist schon okay. So, wir machen nochmal Respins, da haben wir nämlich welche. Ich habe ganz viele bekommen, wie mir gerade auffällt. Die habe ich großteil bekommen für eben Mixer, weil ich habe nebenbei einfach einen Mixer-Stream in Forza 2004 an, den ich mir anschaue. Und dafür kriegst du ja Level und Levels hoch und das ist ganz cool. Deswegen gehen wir mal ganz gut schnell die normalen Respins durch und dann haben wir noch einen Super Respin. Ich weiß gar nicht, wo ich den jetzt herbekommen habe, das weiß ich jetzt halt wirklich nicht. Aber ich habe ihn und deswegen nehmen wir den natürlich gerne mit. Für den BMW. Halb R, auch nicht schlecht. Und dann aimst du die Javelin. Okay, gut, dann gucken wir mal, ob wir in Super Respin was Cooles gewinnen. Also, ich hätte gerne mal so ein 10-Millionen-Auto. Ich bin ja momentan dabei, alle Autos zu kaufen. Und die 10-Millionen-Autos sind halt die Hürde so ein bisschen, weil, ja. Geil, nochmal ein Julian der Forza Edition. Den habe ich jetzt zweimal. Ja, gut, dann werde ich einen verticken. Dann werde ich mal einfach weghauen. Weil man braucht nicht zwei Julias. Ist einfach so, das ist die Tatsache. So, was wir heute mal machen werden, wir werden höchstwahrscheinlich Straßenszene-Rennen mal fahren, weil da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit. Ne? Straßenszene sind wir gerade bei Level 10 und bei Level 17 bekommt man eben den RWB Porsche und den will ich haben. Dementsprechend werden wir heute mal Straßenszene-Rennen fahren, weil dann ist es dunkel, dann ist auch gut, weil dann ist es nämlich kalt, dann wird es nämlich auch Sinn machen, weil ich das scheiß Dach zu habe. So, nur so als kleiner Side-Fact, ich möchte auf gar nichts rumhacken, ich möchte das nur mal so erwähnen. Vielleicht leicht abgefuckt bin von dem Thema. Ah, wegen Autosammler haben wir noch Punkte bekommen, okay. Weil ich habe mir normal 650S auch noch gekauft. Einfach nur aus Trotz purem Hass dem Spiel gegenüber. Aber er klingt gut, er klingt schön, er sieht gut aus, er hat das Dach zu. Weil Dach offen, wie gesagt, man muss es auch einfach sagen, es ist zu gefährlich. Man muss einfach den gefährlichen Aspekt sehen. Dach zu offen ist zu gefährlich, wenn du Rennen fährst. Ganz einfach Kiste. Ne, da haben sie auch recht. Alles gut. Deswegen fahre ich auch im Officer-Outfit, weil Sicherheit ist mir wichtig. So, wir wollen die Straßenszene hochleveln. Ich will mich Level 17 werden, ich will einen RWB brauchen, liebe Leute. Ne, aber ich habe kein Allrad, ich habe ein saugutes Handling und ich habe keine Leistung, weil ich keine Leistung reingezimmert habe. Serienleistung ist jetzt schon die Scheiße. Klingt nebenbei sehr geil. Also klangtechnisch ist Porno. Kann man nicht anders sagen, klingt gut. Sieht auch gut aus, wie gesagt, mit Rocket am 650S finde ich auch schon geil.
Wäre natürlich oft noch cooler. Da werde ich weiterhin drauf rumhacken. Ich werde das die ganze Folge jetzt so machen. Das ist mir egal. Blitzpoint Crow, ich erwarte hier echt so, also weil sie momentan so gute Community-Arbeit machen, muss man hier lassen. Erwarte ich wirklich, dass ein Patch kommt. Jo, der Hennessy ist tot. Wo wirklich dieser Wagen gepatcht wird und eine Möglichkeit bekommt, dass man das Dach aufmachen kann. Also die Tuning-Option reinkommt, wo man das Dach runternehmen kann. Es reicht ja als Tuning-Option. Ich muss es ja nicht animiert in der freien Fahrt haben. Ist ja alles cool. Aber eine Tuning-Option, wo ich sagen kann, okay, das Dach hätte ich jetzt gerne unten, das würde mir persönlich schon reichen. Damit habe ich schon echt keinen hohen Anspruch. Damit habe ich wirklich schon keinen hohen Anspruch mehr. Also nur würde ich sagen, der Anspruch ist damit schon ganz weit hier unten. Wenn ich nicht sage, ich möchte Animationen wie damals Test of Unlimited. Mir läuft die Nase. Scheiße hier. Ah, ich rege mich zu sehr auf. So. Sie wird nicht mal mehr gecuttet. Ja, wenn ich cutte hier nichts raus, wenn die kein Dach drauf cutten. Pah. Wie du mir, so ich dir. Okay, ich finde das natürlich nicht, dass ich das jetzt nicht mache, aber es ist mir egal. Fährt sich nebenbei trotz Heckantrieb auch relativ angenehm. Gut, wir haben auch 385er Walzen hinten drauf, also ich sag mal so, damit bauen andere eine ganze Straße. Der Klang ist halt echt schön, der klingt schön. Muss man einfach sagen. Aber der würde natürlich noch schöner klingen, wenn man drin sitzt und das Dach offen hätte. Okay, mehr als 5. Platz wird es leider nicht. Die letzte 12. vorne brauchen wir auch immer noch in der Forza Edition. Den muss ich mir auch immer noch holen. Die kriegt man über einen der anderen Maseratis, der glaube ich 6 Millionen kostet. Einer der älteren, da kann man den über die Fähigkeitspunkte holen. Oder man holt sich natürlich im Auktionshaus. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch weiterhin. Was man sagt, darüber hole ich mir. Ach, schön, dass man alles überspringen kann. Noch ein Stock Kabel. Mein Puls geht runter, ist nicht gut. Gut, hab keinen Wheelspin bekommen, schade. Kein Wheelspin für unseren schönen Wagen. So. Wir fahren weiter rennen, weil ich Bock drauf hab. Wie gesagt, es geht mir nicht an sich um das Auto. Spider finde ich cool. Wie gesagt, ich habe mich beim Lamborghini ja auch nicht beschwert, dass eine Cabrio-Version von einem existierenden Auto schon reingekommen ist. Aber es geht mir halt um die Umsetzung dieses Autos. Der Lamborghini ist offen. So, damit haben wir eine wirkliche Abgrenzung zwischen dem einen und dem anderen. Das eine ist das Coupé, da haben wir das Cabrio. Aber hier haben wir halt ein Cabrio bekommen, was nicht Cabrio ist. Also es ist klar, es ist ein Cabrio, aber es hat die Funktion nicht. Und das nur im... Also es ist cool, dass die Animation sogar da ist im Forza Vista. Aber warum gibt es keine Option, dieses Dach runterzunehmen? Also warum ist nicht grundsätzlich konsequent das Dach runter? Weil wenn ich einen Zuhren fahren will, dann hole ich mir halt einfach den normalen. Es ist halt Quatsch. Es ist halt wirklich ein... Bitte bringt ein Patch raus. Wenn das Ding offen ist, nehme ich all meine ganzen Einwände wieder zurück. Dann bin ich vollkommen zufrieden mit der Kiste, wenn das Dach auf ist. Anderweitig hätte ich gern 675 LT gehabt und keinen 650S Spider. Da sehe ich die Karre cool. Wir haben eine Beauty Walk Kit. Das sieht auch mega fett aus. Muss ich sagen, sieht eine Karre wirklich geil aus, weil es einfach wirklich ein GT3-Renner aus dem Auto macht. Was super cool ist. Das Hooligan ist natürlich halt echt widerlich. Auf dem Handling auch, wie wir letzte Folge rausgefunden haben. Also dementsprechend für Rennen kann ich den weiter nicht empfehlen. Die KI ist natürlich anderer Meinung, was das Thema angeht. Wir haben echt ein Topsuit-Problem. Aber muss ja betonen, man fährt das Cabrio, ne? Hallo, hallo, ich muss auch noch... Sag mal, was ist denn deine Mission? Ey! Ich schloss dir nicht über die Kurve rum. Ich nehme mir die Lücke, da ist Gegenverkehr. Nimm den mit, du Arsch. Nee, du Dice-Box jetzt schon wieder, ey. Ja, ich hab schon Scheinwerfer im Scheitelpunkt gesehen. Das ist eine leichte Paranoia. Da bin ich mich besser, Unicorn. Aber 27S müssen wir uns auch immer noch holen. Also seitdem ich da jetzt zweimal mitgefahren bin im 27S, ich hatte ja echt zweimal das Glück, Beifahrer im 27S sein zu dürfen. Einmal wunderschön in England und einmal in Portugal. Das sind schon zwei Flecke, wo man mit dem 27S schon mal fahren kann. Muss ich wirklich sagen, bin ich in diese Karre verliebt. Optisch, absolutes Brett. 27S für mich schönste McLaren momentan. Oder auch mit einer der schönsten Sportwagen momentan überhaupt. Plus klangtechnisch und allem brutal. 27 PS sind halt einfach ultras krank. Ich finde den Ding nicht ansieht, weil das Ding halt so vom Bodykit relativ zurückhaltend ist. Keine krassen Spoilerteile hat. Alter, ist hier eine Zonda-Armee. Und trotzdem halt diese Leistung entwickelt. Das ist halt übel. Gucken, ob wir hier sogar noch einen Sieg reinholen könnten. Wenn der jetzt halt nicht so komisch bremsen würde, wäre ich jetzt schon bei gewesen. Ja, jetzt kommt, mach dich vom Acker. Oh, holen wir sogar locker einen Sieg. Aber auch nur, weil die Zonda sich in den letzten Kurven gerade nicht mehr ganz so einfahren.
Hol den 650 S2, dass ich sogar doch noch was. Den Sieg. Etwas kann er zumindest. Ja, er steht da gut da. Man muss ja sagen, geile Kiste. Schön. Kann man mitfahren. Nebenbei, was mich mal interessieren würde, weil ich nicht ganz sicher bin, weil wir haben ja noch Bremssättel hier. Und irgendwo, ich meine, irgendwer hatte erwähnt, in einem Stream wäre erwähnt worden, dass auch Bremssättel bald lackierbar sein sollen, dass es auch noch als Update folgen soll. Was ist denn dran? Also ist das wahr, dass Forza das gesagt hat in dem Livestream? Ich habe das nicht ganz auf dem Schirm, weil irgendwer meinte, dass ja hier soll auch ein Update kommen, wo Bremssättel lackierbar sind. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde mich darüber nicht mega freuen, also ich würde nicht mega abgehen, dass ich so, oh geil, Bremssättel lackieren, sondern ich würde mir denken so, ah oh, geil, seit Forza 4 mal wieder zurück, die Scheiße. Also, das ist so, ist immer so geil, wenn man sich so Updates freut. Ja, geil, neuer Content. Dann denkst du so, das haben die vor 2011 war das, ne? Vor 7 Jahren schon gekonnt. Aber geil, dass es wieder da ist. So, über sowas freue ich mich, aber ich feiere es nicht. Also ich lobe die Entwickler für sowas nicht, weil es einfach nur vernünftig ist zu sagen, ja, wir holen Sachen zurück, die damals schon cool waren. So wie die Forspeed ja aus Tuning zurückgeholt hat, was auch ganz vernünftig war. So, wir sind immer noch fleißig beim Leveln. Wie gesagt, wir wollen Level 17 werden. Was ist mit der Straßenbeleuchtung hier los? Auto hat mal kurz so einen kurzen epileptischen Anfall bekommen auf dem Dach. Ah ja, hab ich gesagt, auf dem Dach, genau, da ist ja alles drauf. Ich find so gute Überleitung, Alter. Ich sollte Moderator werden, ehrlich. Aber nur für so Shows, wo man die Kandidaten so richtig schön in den grünen Boden mobbt. Das kann ich. Liegt mir. Ja, mein Topspeed ist ein bisschen problematisch. Kurvenlage ist wirklich gut. Aber wie gesagt, ich fahre auch Straßenbahnzeit Reifen, also dementsprechend ist es nichts anderes zu erwarten gewesen, als dass der Grip relativ in Ordnung sein sollte. Ich bremse nur so stark über die KI hier, meint gefühlt auf 50 km/h runterzugehen, ey. Was ist denn los mit euch? Hier gibt es eine enge Kurve, das ist okay. Das ist Schotterweg. Grip sehr gut. Aber es ist krass, dass ich den Zunde abziehe beim Steuern. Das hätte ich mich nicht erwartet, muss ich sagen. Und die serienmäßigen Bremsen sind echt gut. Wir haben ja Bremsen durften wir nicht upgraden und die serienmäßigen Bremsen sind aber wirklich echt ordentlich. Da vorne fährt der Aventador, ne? Würde ich mir noch wünschen, SVJ, den Aventador SVJ, der da reinkommen würde, puh, würde ich hart feiern. Aber ich habe das Gefühl, das wird passieren. Da hoffe ich zumindest mal. Wir hatten ja eigentlich immer eine relativ enge Partnerschaft mit Forza. Ja, meist die Covercars, also dementsprechend, oder hatten schon mal ein Covercar dementsprechend. Ist da, denke ich mal, ein bisschen Liebe füreinander da, hoffe ich zumindest. Ist ja der SV sogar, den kann man auch nur bei Respins gewinnen, den hätte ich auch mittlerweile ganz gerne. Na komm schon, zieh McLaren! Schon wieder ein Sieg hier, ey, auf unschlagbar. Der Wagen ist gar nicht so scheiße. Das hat auch McLaren. Die sind jetzt auch nicht unbedingt komplett Mist. Oh, schon wieder ein Sieg. Also, wie gesagt, zu denken mit dem Wagen Mecker fahren lässt er sich gut. Er lässt sich wirklich gut fahren. Das ist echt in der Klasse, wo wir gerade aufgebaut haben. Ist er wirklich angenehm. Klar, für Abenteuer online ist er nicht nutzbar so, weil wir gerade am Anfang S2 sind. Wir müssen entweder Ende S1 oder Ende S2 sein. So ist halt doof vom Score. Aber die Zondas haben alle nur als 86er Score und trotzdem sind wir schneller. Sprich nicht unbedingt für die Zondas, um es ehrlich zu sein. Immer noch Level 10. Alter, man levelt so unfassbar langsam in diesen Klassen. Wie viel Rennen muss ich denn fahren, um Level 17 da zu werden? Sag mal, ist ja bekloppt. Das ist ja vollkommen bescheuert. Behämmert ist das. Absolut behämmert. Ich habe noch Bock auf ein Stadtrennen. Das sind wir gerade gefahren, ne? Ne, das sind wir gerade gefahren. Genau, dann will ich das jetzt fahren. Genau, weil das andere sind wir ja gefahren, weil wir vom Edinburgh Castle kamen. Edinburgh. So. Okay, die Musik ist mir jetzt gerade eindeutig zu fröhlich. So, Rockmusik, dankeschön. Das ist mir, also für die Stimmung des Videos gerade trägt sowas nicht dabei, wenn ich einen schönen, lockeren Frühlingssong habe. Es muss irgendwas Aggressives sein, wo mir schon richtig so heiß, ich reiß der Karre den Kopf ab, weil dann wäre das Dach offen. So. Weiterhin wird drauf rumgehackt, eiskalt. So ein bisschen wie Leichenschändung schon. Das Auto liegt schon tot auf dem Boden. Da wird trotzdem ein Buff gehauen.
Ich sag mal so, es ist nicht unwahrscheinlich, dass von Playground Games ein Update kommt. Momentan sind die so in Community-Laune, dass sie wirklich alles machen, was die Community will. Also müssen sie sehr viel drauf eingehen. Und ich sag mal so, ich habe schon ein bisschen mitbekommen, dass die Community nicht riesig drüber freut war, ein Auto im Carport was drin zu haben, was es schon gibt eigentlich, und da dann noch nicht mal das Dach runter machen zu können. Ich bin nicht der Einzige, der leicht unerfreut ist. Ich sag mal so, oh Gott, diese Crew 2 Community war über den Skyline jetzt nicht hart erfreut. Hab deswegen auch zum Beispiel kein Video drüber gemacht, weil das fand ich, also dagegen ist das Ding hier schon eine Belobigung für das Spiel. Also der Drift Skyline von The Crew 2, Bruder, da muss man als Entwickler schon dicke Eier haben, um sowas rauszubringen und zu sagen, das ist ein neues Auto, dafür könnt ihr Geld bezahlen für eine andere Handlingsversion dieses Fahrzeugs. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Junge, musst du dicke Eier haben, um zu sagen, ja, das ist okay. Also muss ja irgendwie in der Abteilung gesagt haben, so, das machen wir. Gut, hier muss auch irgendwer es abgenickt haben, so, wir können das Dach nicht runter machen, Chef. Ja, aber im Forza Vista doch, ja. Und sonst? Nee. Das ist egal, passt schon. Die Leute gucken sich ihre Autos eh nur im Forza Vista, die fahren gar nicht damit. Also ich würde, wenn ich jetzt den Carpass habe, würde ich euch absolut abraten, dieses Ding zu kaufen, weil, wofür? Also ihr habt den 650S kostenlos im Spiel drin, warum Geld für ein Auto ausgeben, das ein bisschen anders aussieht? Und sogar schlechter ist, wie gesagt, der ist ja mehr versteift, dadurch schwerer. Hat dadurch also, glaube ich, 7 Punkte weniger im Score. Ist natürlich jetzt nicht maßgeblich viel. Alter, boah, gut. War das ein schönes Manöver. Es war zwar auch Glück, dass es geklappt hat, aber aufgrund dessen war es doch schöner. Der fährt sich echt schön, ey. Ich muss den 27S jetzt mal in einer kommenden Folge rausholen. Da komme ich nicht drum herum. Fand ich auch ein Video so geil. Der hatte ein. Im Thumbnail halt die neuen DLC-Autos sind auf dem Fiesta ST. Da stand dann eben Aston Martin Vantage, Fiesta ST on Crack und das letzte war McLaren 650S Spider, not so Spider. Da musste ich so leicht ein bisschen lachen am Anfang, weil ich das war. Ah, trifft ganz gut auf den Punkt, was Playground Games hier gemacht hat. Und wir sind aber noch Level 10. Das gibt's ja nicht. Komm, dann fahren wir noch ein Rennen. Ich will wenigstens Level 11 werden heute. Wenigstens ein Level-Aufstieg. Ein Level nehmen wir mit. Komm, ein Level-Aufstieg muss gehen. Ein Level-Aufstieg ist drin. Es gibt auch nur Sprintrennen, ne? Es gibt keine. Das ist meine Lieblingsklasse, weil es nur Sprintrennen gibt. Das ist mir einfach grundweg sympathisch. Ich mag hier keine Rundkursrennen. Ich bin ja der Sprinttyp. Deswegen die Straßenrennen eigentlich mein. Super geil. Nachteil ist natürlich, man kann keine Klasse wählen. Zweiter Punkt ist kacke, man kann Tageszeit nicht haben. Und. Ja, dritter Punkt ist der Gegenverkehr, aber das ist nicht mehr so schlimm. Weil. Also, es sind die einzigen Rennen, wo du nichts erstellen darfst. Aber gut, musst du ja theoretisch auch nicht, weil bei den normalen Rennen kannst du ja auch Nacht einstellen. Also. Drauf geschissen. So, ey, wir haben jetzt ja 3 Siege jetzt geholt. Es ist schon gerade, also die Erfolgsbilanz mit der Kiste ist verdammt gut, ey. Das ist richtig eine Klasse. Wir haben jetzt Hondas als Gegner. Die Dinger sind ja auf der Nordschleife eine ziemlich gute Runde gefahren. Und wir haben GT2 RS hinter uns. Das Ding ist jetzt nicht unbedingt eine schlechte Runde gefahren auf der Nordschleife. Sogar, glaube ich, schneller gewesen. Ist ein bisschen motiviert. Alter, ist hier viel Scheiße. Egal. Ich konnte mir das Bremsen auf jeden Fall sparen für die Kurve. Das war auch angenehm. So, wir sind Level 11 heute noch werden. Alter, muss ich noch ein paar Rennen fahren, um Level 17 zu werden. Ja, da werde ich noch ein bisschen fahren müssen. Das werde ich auch mal aufs Game ein bisschen angehen, auch hier und da. Weil ich will den RWB Porsche auf jeden Fall haben. Den Hoonigan. Den Hoonigan Porsche von. Ah, wie heißt der denn jetzt gerade, der Chef davon? Ist ja der Co-Chef mit Ken Block zusammen. Da fällt der Name gerade nicht ein. Scheiße. Und ich habe gerade erst die Gymkhana-Files geguckt. Da fällt der Name ja sonst wie oft. Also, ihr wisst, wen ich meine. Auf jeden Fall den anderen Cheftypen da. Den gehört der ja. Super geile Kiste. Aber 964 RWB geht halt immer. Fährt sich so schön, ey. Es ist echt krass. Also schön nachvollziehbar. Also mein Heckantrieb ist ja nun super angenehm zu fahren. Er ist halt wirklich nicht schnell, also... Ich werde den mal ausprobieren, dass ich mir den mal für Abenteuer Online aufbaue auf S2 maximal. Dann höre ich ja mal mit Allrad. Obwohl ich nicht ganz weiß, ob Allrad gut tun würde. Aber gut, wenn ich jetzt mehr Leistung reinziehe, muss ich auf Allrad geben, weil dann... haben wir diesen geilen Grip auch nicht mehr. Da kannst du noch solche Walzen draufzimmern, dann geht das nur noch im Wheelspeed über. Das wäre dann auch ein bisschen schade. Obwohl ich gerade die Charakteristik, wie er sich jetzt gerade fährt, vom Verhältnis Speed zu Handling echt gut finde. Und für Singleplayer ist es ja in Ordnung, aber wie gesagt, beim Abenteuer Online musst du halt schon auf die Klassen aufgebaut haben.
Das wird diesmal kein Sieg, und ziemlich deutlich sogar nicht. Oh, das war verdammt knapp, Alter. Oh. Außenrum vorbei, Junge. Ah, zum fünften Platz, okay. Haben jetzt leider am Ende keinen Sieg mehr reingeholt, aber die Strecke war jetzt auch nicht gut für uns. Wir konnten am Anfang jetzt nicht so viel gut machen. Schieb das jetzt einfach auf die Strecke, ganz einfach. Einfach auf die Strecke schieben, easy. Keiner kann mich schlagen, Phrase freigeschaltet. Mit Level 11 der Straßenszene. Und nächstes gibt's eine Hupe. Geil. Kein Respawn bekommen dafür. Das ist sehr, sehr schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Aber ich würde sagen, ich bin raus für diese heutige kleine Folge. Ich hoffe, euch hat es dennoch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da oben da. Und wie gesagt, schreibt mir gerne mal zu dem Thema eure Meinung rein. Das würde mich echt mal interessieren. Und dann sehen wir uns im kommenden Video. Bis dann. Tschö, tschö.